Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal, Freunde. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Ja, Freunde, wir haben jetzt die letzte Zeit sehr viel Schönes gegessen hier in Marokko. Und heute möchte ich euch einfach mal so ein anderes Bild von Marokko präsentieren. Und zwar bietet Marokko außer Essen auch sehr viel Landwirtschaft. Wir sind hier bei meinen Onkels auf ihrer Avocado- und Bananenplantage. Und das möchte ich euch einfach mal zeigen. Ich denke, das wird sehr interessant. Ich denke mal, das wird den Bauern hier in Deutschland auch interessieren, wie die Marokkaner so hier arbeiten, die Bauern in Marokko. Ne? Hinter mir befindet sich gerade eine Avocado-Plantage, die wurde vor circa so einem Jahr gepflanzt. Die Bäume sind so circa 1,5 bis 2 Meter groß. Die Bäume legen auch schon Früchte, ja, ja. Jetzt nicht viele, aber so... So, ich würde jetzt mal sagen, pro Baum so 5-6 Früchte. Ich habe mich jetzt gerade hier neben so einem Avocado-Baum hingesetzt, Leute. Der spendet so ein bisschen Schatten. Weil, Leute, die Sonne hier, die knallt so gewaltig. Also es fühlt sich so an, als ob die Sonne hier auf jeden Fall noch näher dran ist zu mir, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Kein Scherz jetzt. Was ihr auch hier bemerkt ist, bei dieser Avocado-Plantage, dass hier auch noch so viel Grünes neben den Avocado-Bäumen ist. Das ist kein Unkraut, das sind Erdnüsse, die meine Onkels hier auch gepflanzt haben. Und jetzt hört mal zu, warum die das gemacht haben. Die haben das so gemacht, guck mal, ihr müsst euch vorstellen, wenn man jetzt Avocados pflanzt, bis die erst richtig Ertrag bringen, dauert das so circa 3 bis 4 Jahre. So, in dieser Zeit verdienen die Bauern so gut wie gar nichts mit dieser Avocado-Geschichte. Deshalb versuchen meine Onkels sozusagen die Kosten zu decken, indem sie in der freien Fläche auch noch ein bisschen Erdnüsse so pflanzen. Hier ist mein Onkel Jawad. Assalamu alaikum. Kedir entuma bi khair nabas alaikum. Allah yuffaq alaikum khair inshaAllah. Er zeigt uns so ein bisschen jetzt die Avocado-Plantagen, die schon etwas weiter sind. Wir fahren jetzt gerade dahin, die haben halt mehrere Felder. Wow, wir sind da, Leute. So. Wow. Leute. Diese Bäume hier sind schon 5 Jahre alt, also schon ein bisschen größer. Lock so. Alter, das ist jetzt... Hat der Almani hier? Ja. Das ist sogar ein Schäferhund, Leute. Also mein Onkel hat gemeint, das ist ein deutscher Schäferhund. Grüßt mit mir alle zusammen, Laika. Das ist Laika. Ja, ja. Die passt hier auf die Avocados auf. Ja, ja. Bleib da sitzen. So ist gut, Laika. Immer schön auf alle hören und auf die Avocados aufpassen. Auf dich ist hier Verlass. Die sagen, das ist ein deutscher Schäferhund. Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne mich nicht so aus mit Hunden. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Firma. Assalamu alaikum. Bekhair. Khadma zwina. Huwa hadak. Qul lihom kim dayr al-mu'amala ma'a hada an-nas. Mu'amala ki dayra mziana. Guck mal hier, Bruder. Die Leute haben ja auch Flaggen am Start direkt. Aywa. Tahiyat al-Maghriba kullum, ha? Die überwachen alles. Hast du, Rucksack? Hektar, ja? Ja. Auf dieser Plantage hier befinden sich 50 Hektar reine Avocado-Bäume, Leute. Ein Avocado-Baum hier bringt so circa 100 Kilo Avocados. Mein Onkel hat gesagt, dass sie 5 Stunden am Tag bewässert werden. Mit Tropfwasserbewässerung werden die bewässert, Leute. Okay, ich glaube, es ist richtig, dass es so heißt auf Deutsch. Ich weiß es nicht genau. Ja, da sind so Schläuche und dann sozusagen kommt das Wasser ganz langsam dann an die Bäume ran. Ja, so werden die bewässert. Die Sorte der Avocados, das sind Hass-Avocados. Hass oder Hass. Ne? Das sind die Avocado-Sorte hier. Ne? Hier ist gerade so ein großes Wasserbecken vor mir, Leute. Hier wird das Wasser gesammelt. Also da wurde ein Brunnen gegraben. Sozusagen Wasser wird vom Grundwasser hoch befördert. Und das wird dann hier gesammelt. Dann wird das Wasser da hinten wieder gezogen, hochgepumpt. Mit Motoren da drinnen in dem Raum. Da hinten haben die Motoren. Und damit werden sozusagen die Avocado-Plantagen bewässert. Moment, wir gehen jetzt mal da in den Raum, wo die Motoren sind. Ja. Wir haben noch eine andere Plantage. Da läuft diese Motoren, laufen da mit Solaranlage. Ja, ja, die sind da schon so weit, da laufen die mit Solaranlage. Und jetzt gehen wir mal rein in den Motorraum. Dieser Motorraum, da wird sozusagen das Wasser hochgepumpt und dann über die Avocado-Plantage verteilt. Der ist sehr laut, der Motorraum.
Hier haben wir jetzt drei große Motoren, die ziehen das Wasser vom Wasserbecken und damit wird die Avocado-Plantage bewässert, Leute. Das hier ist alles Bio, die verwenden hier keine irgendwelche Medikamente oder so. Kutschi Bio. Kutschi Bio, Al-Ghubar Dil Ghanem. Ah, Safi. Kutschi. Kutschi. So ein ausgewachsener Baum, der verbraucht schon seine 60 Liter am Tag. Ja, ja, der zieht schon einiges an Wasser. Und da steht natürlich die Avocado so ein wenig in der Kritik. Aber man muss dazu sagen, hier in der Region pflanzen noch nicht so viele Bauern Avocados. Meine Onkels gehören sozusagen zu den ersten hier. Dementsprechend ist das noch nicht so problematisch wie jetzt in anderen Regionen auf dieser Welt, Leute. Problematisch wird das dann natürlich, wenn alle Bauern auf einmal hier Avocados pflanzen, weil dann wird der Grundwasserpegel natürlich sinken. Es ist nicht so irgendwie feste Erde, es ist sehr leichte Erde, so sandige Erde ist das hier, wo natürlich sich die Wurzeln ganz leicht ausbreiten können, Leute. Die Vegetation, ihr seht, das ist hier wirklich nonstop Sonne und ihr habt natürlich den Wind hier vom Meer. Das Meer hier ist nur 3 Kilometer circa entfernt und da kommt immer so eine leichte Brise, Leute, so eine leichte Brise. Tagsüber, jetzt gerade, ist extrem heiß. Ich habe meinen Hut irgendwie jetzt gerade da hinten vergessen. Aber ist schon extrem, also da kommt schon gut Sonne runter. Und nachts hier ist es sehr kalt. Wir fahren auch gleich zum Meer, dann seht ihr auch, dass das Meer hier was in der Nähe ist. Also ich merke das schon, dieser Meerwind, der kommt hier auf jeden Fall bis hier hin. Die Avocados, die ihr hier gerade seht, die sind erst so im Dezember reif. Die sind jetzt noch nicht reif, ne? Das ist jetzt noch, man merkt noch, die sind noch klein. Also mein Onkel ist der festen Überzeugung, dass es die besten Avocados in Marokko gibt. Da ist er sich hundertprozentig sicher. Er ist felsenfest überzeugt, er sagt, die Qualität, die hier bringen, bringen die nirgendwo anders. Aha, ja, er hat gesagt, ihr könnt sogar kommen, nimmt die Avocados, könnt ihr auch gucken, also aufmachen, richtig Laboranalysen, kein Problem, der ist da immer offen und bereit dafür. Ist alles Bio Makadiru Ladwala World? Nein. Nein. Keine Medikamente werden benutzt, alles Bio. Alles tipptopp, alles Bombenqualität. Wir sind hier gerade bei der Avocado-Plantage von den Nachbarn. Und da sind die Bäume schon deutlich größer, das seht ihr. Die sind gigantisch, ja. Und die sind 2007 gepflanzt. Lasst mich mal rechnen, 2007, 13, 14 Jahre. Also die sind 14 Jahre alt, diese Avocado-Bäume. Und hier sieht das Ganze ganz anders aus, Leute. Guck mal, hier sind sogar Avocados. Warte, ich zeig euch. Die liegen hier schon einfach so auf dem Boden. Ne? Seht ihr? Die Avocados liegen hier einfach mal so auf dem Boden. Hier voll viele. Ja, wie so ein Apfelbaum müsst ihr euch vorstellen. Okay, Leute, hier sieht die Sache ganz anders aus, Leute. Hier bringt ein Baum ca. 500 Kilo Avocado. Okay? Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Bei meinen Onkels drüben, die sind noch jung. Die sind gerade mal 5 Jahre alt. Die bringen 100 Kilo. Und hier habt ihr 500 Kilo pro Baum. Das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Die Bewässerung sieht hier wie folgt aus. Die haben 2 Stunden Bewässerung morgens, 2 Stunden mittags, 2 Stunden abends. Liegt auch einfach daran, dass man hier auch mittags bewässert. Erstens sind die Bäume größer, Leute. Zweitens, hier ist auch viel mehr Schatten, Leute. Also hier kann man auch locker picknicken. Man hat hier genug Schatten, kein Problem. Hier spritzt das Wasser raus, ganz so, ganz in Ruhe. Und der Baum braucht viel Wasser. So, Freunde, wir sind hier kurz ans Meer gefahren. Hat nicht so lange gedauert, vielleicht 10 Minuten hier. Und ja, es ist halt in der Nähe vom Atlantischen Ozean, die Avocado-Plantage. Trebia, Sahbe. Mkhayra fuq mkhayra. Ihr seht, da kommt schöne Meeresluft an die Avocados. Das ist auch in so einem verlassenen Strand hier. Ne? Hier ist halt Bauernhofregion. Ja, hier ist halt dann kein Tourismus oder so. Ne? Wenn jemand leere Strände sucht, dann kann ich ihm auf jeden Fall hier diese Region hier empfehlen. Da habt ihr hier kilometerlange verlassene Strände. Kilometerlang sind die. Ne? Aber wenn was passiert auf eigene Gefahr, ne? Das ist ja wieder was anderes. Ne? Wir haben die Location gewechselt. Und zwar wollte ich euch noch hier die Bananenplantage von meinen Onkels zeigen. Ja, die pflanzen auch Bananen. Ja, ja. Ich zeig sie euch mal. Und zwar sind das so riesen Gewächshäuser, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, ja. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Okay, so jetzt gehen wir rein in so ein Bananengewächshaus, Bananenplantage, wie auch immer man das auch nennen mag. So sieht das aus, Leute. Ja,
wenn man halt reingeht, so, so sieht das Ganze aus, Leute. Ja. Die Bananen hier werden in riesen Gewächshäusern gepflanzt, ganz einfach aus dem Grund, damit sozusagen diese hohe Luftfeuchtigkeit einfach zustande kommt. Weil Marokko hat viel Wärme, aber ist eigentlich ein trockenes Land, nicht hundertprozentig geeignet für Bananenanbau, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es sei denn, man macht so riesen Gewächshäuser und man erzeugt sozusagen dieses tropische südamerikanische Klima. Und dann ist Marokko ein perfektes Land, um Bananen zu pflanzen. Ja, ja. Also ihr merkt hier auch Tropfbewässerung hier auch. Seht ihr auch hier? Auch Tropfbewässerung das Ganze, Leute. Warte, wir gehen noch weiter. So. So, da seht ihr zum Beispiel, da hängen die Bananen. Ich weiß jetzt nicht, wie man so ein Ding nennt, so, ne? Haben viele von euch nicht auf dem Schirm gehabt, Marokko, so dass in Marokko Bananen irgendwie angepflanzt werden. Ja. Aber ich habe mich schon an diesen Anblick gewöhnt, weil das machen meine Onkel schon eine ganze Weile hier. Moment. Aber die sind jetzt alle eher auf Avocado umgestiegen, sage ich euch, wie es ist. So, ich habe das gerade gegoogelt, Leute. Sowas nennt man Bananenstaude, nennt man sowas, okay? Und so sieht das aus, wenn die Bananenstaude gerade kommt. Da sieht man auch schon die Bananen da oben, seht ihr die? Da seht ihr schon die Bananen hier langsam, wie die dann rauskommen. Da, so sieht das dann aus, wenn die langsam rauskommen. Ne? So kommt das halt aus dem Bananenbaum raus, die Staude. Der zeigt uns jetzt so eine, die, sag ich mal, schon fertig ist, die man sozusagen dann verkaufen kann. Ich bin hier voll auf Schlamm getreten, cool. Oh, hier ist ein Baum gefallen. Ja, passiert auch. Ja, Freunde, so sieht das dann mal aus, wenn die dann verkauft werden. So werden die dann verkauft. Die werden immer so grün verkauft. Auf jeden Fall, Leute. Die sind ja grün, die werden auch grün verkauft. So, wir kaufen die aber gelb. Wie werden die gelb? Mein Onkel, ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, ja, die machen das in Frigo rein und dann wird es gelb. So. Ich weiß, dass es dem deutschen Verbraucher nicht reicht, die Erklärung. Deswegen lese ich euch vor, was Google dazu sagt. Um sie dann zum Verkauf appetitliche Farbe zu präsentieren, werden sie mit Ethylen begast und so künstlich gereift. So wird selbst die grüne Banane gelb und die Tomate rot. Okay. Nur, dass ihr wisst, wie sie dann gelb werden. Die werden so verkauft, grün. Okay? Die Bananenstaude wiegt so circa 50 Kilo, 40, 50 Kilo. Da wird sie dann verkauft, so circa. Oh, die sehen gut aus. Guck mal hier. Seht ihr, Leute? So sehen die aus, wenn die dann verkauft werden. Schön. Jo. Schöne Geschichte, Leute. Da ist auf jeden Fall mehr Kilo dran. Da geht auch manchmal 60 Kilo hier, guck mal. Das ist auch ein Oschi hier, oder? Digi. Da sind viele Bananen hier. Ja, ja. Das war die Avocado- und Bananenplantage von meinem Onkel, beziehungsweise Onkels. Das sind ja mehrere, das sind insgesamt 4 Brüder hier. Und ja, wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat und wünschen euch einen angenehmen Tag. Au revoir. Assalamu alaikum. Alaikum salam.